So, liebe Leute, und da sind wir wieder bei Rising World 0.5.5.1. Und wie ihr mitbekommt, immer noch die gleiche Versionsnummer wie vorher, weil, ja, ich habe das ja in der letzten Folge schon erklärt, YouTube ja zurzeit ein paar Probleme hat, was das Rendern angeht, beziehungsweise was das Verarbeiten angeht. Und deswegen gehe ich halt auch hier bei dieser Folge auf Nummer sicher und sage mir, du musst am nächsten Tag auch arbeiten. Also für mich ist dann mein Urlaub beispielsweise vorbei am heutigen Tag. Und deswegen nehme ich das jetzt halt am Montag auf. Und ihr könnt es dann halt am Dienstag sehen, ne? Jeder hat halt ein Arbeitsleben und da muss ich dann halt auch gucken, dass ich das realistisch vereinbare, Arbeit, Familie und natürlich auch Rising World, also Hobby, ja. Manche sagen ja, ich mache das schon nicht mehr als Hobby, ich mache das richtig als Arbeit. Ich sehe es auch teilweise manchmal eigentlich mehr als Hobbyarbeit an, sagen wir es mal so. Das ist so eine Hobbyarbeit, ja. Weil mir erstens das Let's Playen Spaß macht, ja, und einmal wieder vorsichtig runter. Einmal, weil mir das Let's Play natürlich Spaß macht und andererseits aber auch, weil ich mir halt natürlich Zeitpläne setze. Ja? Wenn man sich dann wirklich die Zeitpläne setzt, so 12 für Wochenende-Videos, zum Beispiel 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr und 20 Uhr, ja, dann versucht man natürlich auch seine Zeiten einzuhalten. Es sei denn, YouTube kommt dazwischen und verhaut einen das mal eben. Ja, dafür möchte ich mich also nochmal ganz herzlich entschuldigen, dass es überhaupt dazu dieser Verzögerung gekommen ist, weil das ist einfach nicht meine Art. Ja, und hoffe nicht, dass ihr mir das übel nehmt. Weil es gibt wirklich Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, ja, deswegen halte ich mich auch an Pünktlichkeiten. Es gibt wirklich Menschen, die einen das extrem übel nehmen, wenn man, sag ich mal, nicht pünktlich released oder so. Habe ich schon erlebt, ja. Und ich kann es auch teilweise verstehen. Ich bin da selber so ein kleiner Pünktlichkeitsfetischist. Und ich bin auch immer 5 Minuten, egal was ist, mindestens vorm Termin da. Oder spätestens 5 Minuten vorher. Nicht mindestens spätestens 5 Minuten vorm Termin bin ich da. Und auch dann keine Minute zu spät oder so, weil ich Unpünktlichkeit mag ich gar nicht da. Puh, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll. So, jetzt war ich ja hier noch am Überlegen. Es sieht mit dem immer noch nicht so schön aus. Also ich habe mir auch mal, so doof es klingen mag, ja, einen Tag, eine Nacht hier durch den Kopf gehen lassen bezüglich der Dusche da, wie man das denn noch besser lösen könnte. Aktuell fällt mir da jetzt gar nichts so ein. Bin ich ganz ehrlich, fällt mir jetzt aktuell nichts ein. Weil wir haben natürlich jetzt noch keine Möglichkeiten, außer Holzblöcke dahin zu platzieren. Haben wir keine anderen Möglichkeiten. Das ist halt das, was mich gerade so ein bisschen ärgert. Aber was ich jetzt endlich mal machen kann, ist jetzt hier hochgehen. Das finde ich ganz praktisch. Deswegen habe ich das jetzt hier gerade mal gemacht. Zack. Nein, da kann ich nicht lang. Ich glaub's nicht. Ernsthaft? Seriously? Gut. Hier kann ich jetzt nicht lang. Das heißt also, hier muss ich jetzt den gekonnten Sprung wagen. Und springt natürlich genau daneben. Mensch, was für ein epischer Sprung. Hey, cool, hier kann man sich drunter durchbacken. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ui, jetzt habe ich es geschafft. Yippie. So, das heißt also, ich kann dann jetzt hier erstmal da 3 Blöcke machen. 2, 3. 1, 2, 3. 8 Blöcke habe ich noch. 1, 2, 3. Wow. 1, 2, 3, 4. Hä? Einen Block habe ich immer noch. Und da fehlt ja einer. Zack. Haha. Den haben wir dann auch schon mal gleich weg. wo setze ich denn jetzt den letzten Block hin? Oh, das ist so schwer, diese Entscheidung. Setzen wir mal dahin. Ja, jetzt brauche ich doch noch wieder Blöcke. Ach, Mann. So, wie sieht es mit dem Obst aus? Mit dem Obst aus, dabei ist es Gemüse. Ich meine nur, ja, obwohl Tomaten, ja, sie werden als Gemüse deklariert, aber sind doch, finde ich, sehr süßlich. Wenn man sie dann doch entsprechend zubereitet, können sie sehr süßlich sein. Denkt man an die Kirschtomaten, was die für einen süßen Geschmack haben. Und da würde ich dann ja doch teilweise in Richtung Obst gehen, auch weil es ja... Ja, es sind halt Nachtschattengewächse, ja, das ist richtig. Aber trotzdem, ich... Ja, das ist so... Ja, meine Güte. Kommt halt darauf an, wie man es sehen möchte, ne? So, wo war ich denn? Genau, hier wollte ich jetzt noch so eine kleine Stufe bauen. So. So, wo muss ich jetzt hier? Hier muss ich. Das heißt,
Hier ist dann schon wieder Decke, ne? Genau, und dann kann man hier dann so schön hoch. Ach, ist das schön. Es funktioniert alles nach Plan. Alles läuft nach Plan. So. Jetzt hier nicht zu sehr durchdrehen. Hier kann ich noch zwei Stück hinpacken. Dann kann ich jetzt auch von hier oben aus agieren und reagieren. Gut. Jetzt hier mal wieder vorsichtig runter. Ja. Jetzt muss ich nämlich doch nochmal Stein holen, weil nämlich mein Stein... Vorrat ein bisschen zu Neige geht, ne? Gut, ich wollte mal wieder hoch auf den Berg. Auf welchen Berg war denn das? Das war auf dem Berg, ne? Ja. Ui, einmal durch das Gestrüpp da durch. Gehen wir mal wieder nach oben. Ne. So. Ich find's immer noch cool, wie der Baum in der Luft schwebt. Ich lasse das auch mal so. Das sieht eigentlich ganz authentisch aus, ne? Ja, also bezüglich des Updates sollte die Nacht ein Update rausgekommen sein. Meistens kommen ja die Updates am Wochenende. Deswegen nehmt mir das nicht übel. Ne, dann wird es dann nachgereicht, aber ab morgen werde ich dann, also beziehungsweise heute sollte dann das Update heute nicht rausgekommen sein, gestern über Nacht, werde ich dann heute eine Massenaufnahme machen bis wieder zum Wochenende, um mir da auch ein bisschen Luft zu verschaffen und YouTube da auch die Zeit zu geben, das entsprechend, ja, zu bearbeiten und dann für mich zu veröffentlichen. Wir wollen ja nicht, dass es dann doch noch zu Verzögerungen kommt. So, ich brauche jetzt wieder hier ganz viel Holz, ganz viel Stein. Ja, nur um da entsprechend das schön zu gestalten. Also, ich werde auch bald mit der Dusche und so weiter machen. Ich muss jetzt halt nur ein bisschen auf die Decke machen. Weil, nie vergessen, wenn das Update kommt, dann bin ich derjenige, der dann da in diesem kleinen Kämmerchen da sitzt. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Und deswegen muss ich mich darum schnell kümmern, da auch ein bisschen mir Schutz zu besorgen, was... irgendwelche wilden Tiere angeht. Und von hier oben sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Sieht aus wie eine Baustelle. Würde ich mal sagen. Boah, Licht. Vielleicht sollten sie hier sowas wie Vampire oder so einfügen. Hm. Vampire, die dann wirklich nur nachts kommen. So, so eine Art Zombies. Vampire sind ja auch Untote. Genauso wie Zombies, aber ein bisschen intelligenter. Und würde das Ganze auch nochmal, sag ich mal, einen anderen Anreiz geben, als jetzt beispielsweise zu anderen Survival-Games wie DayZ oder Minecraft, was ja auch dann mit eigentlich hauptsächlich Zombies daherkommt und Skeletten. Wobei, er hat ja schon so ein bisschen dieses Mittelalterliche drin. Also, er müsste wirklich dann unterscheiden können zwischen Mittelalter und Neuzeit. Und wenn er beides mischt, dann würde ich echt noch reinnehmen Skelette und so doof es klingen mag, halt Vampire. Ja, also Skelette, die wurden ja damals gerne schon in Verbindung gebracht im Mittelalter und genauso auch Vampire. Und die kann man heute auch noch immer gut in Verbindung bringen, ja. Klar, heute stehen alle auf Zombies. Ja? Das liegt aber daran, dass es halt meistens RTL-Zuschauer sind, die dann wirklich aussehen wie Zombies. Aber gut, kann man halt nicht verhindern, ne? Und liebes RTL-Team, falls ihr das hier jemals sehen solltet, nehmt mir das nicht übel. Ja, ich denke da einfach nur in dem Augenblick an diese ganzen schönen Sendungen, wie, ich weiß nicht, damals war es ja der Andreas Türk, der solche Sendungen gemacht hatte. Man kam sich doch manchmal ein bisschen verblödet vor. So, jetzt habe ich hier mal wieder ein paar Steinchen. Das heißt, da kann ich auch mal wieder hier ein bisschen was machen. Ich muss nämlich ganz dringend die Mauer machen. Moment, wenn ich die Mauer machen möchte, brauche ich nicht so viel Steine. Dann brauche ich hier diese. Und natürlich die Decke. Na komm. Bin ich auch froh, wenn man hier mal Zahlen eingeben kann. Oder jedenfalls ein kleines Plus für einzeln und ein großes Plus für... Oh, guck mal, da wachsen schon die ersten Tomaten. Und die sind grün. Wie ein Apfel. Kommen wir nochmal zu dem Obst zurück. Na. Jetzt wäre ich da schon wieder beinahe reingefallen. Das gibt's ja wohl nicht. So, so und so. Ey. Haben wir hier die Decke drüber? Ja. Also jetzt geht's hier weiter. Nee, ne? Ernsthaft? Och, komm. Ja, hallo? Wunderbar. 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 So. Machen wir hier noch. Genau, das müsste ja dann die Decke sein. Ja.
Und dann hier, hier und hier. Und dann kann ich jedenfalls hier schon mal auf der Decke laufen. Das ist auch schon mal sehr viel wert. Dann kann ich auch hier dann zumachen. 41 Steine habe ich noch. Zack, zack, zack. Und dann haben wir auch gleich die nächste Tür schon fertig. Und... ey, kommst du her? So, haben wir hier echt unsere Decke schon fertig. Ich glaub's nicht, das ging ja echt sehr schnell. Da bin ich jetzt begeistert. Kann ich hier wieder langsam runter. So. Ja, cool. Hier ist die Decke. Na gut, fertig sei jetzt mal hingestellt. Hier ist sie weiter vorangeschritten, ne? Sie ist ja sehr gut vorangeschritten, sagen wir es mal so, ne? Jetzt muss ich erstmal gucken. Das war auf der gleichen Höhe, glaube ich. Das heißt also, da muss ich erstmal Platz lassen, um da gegebenenfalls eine neue Tür hinzuzimmern. So. Was? Nee, ne? Fehlen mir echt Steinchen. Mir fehlen Steinchen! Muss auch irgendwann mal mit dem Keller anfangen. Hm. Ah, 14 Stück nur noch. Ach man, das ist doch schon wieder hier zum Mäusemelken. Und fragt nicht immer, warum ich Mäusemelken sage oder warum ich die Kuh vom Eis bringen möchte. So. 14 Stück, dann kann ich jedenfalls hier das noch zumachen. Dass ich mich hier an dieser Stelle jedenfalls ein bisschen sicherer fühle, sollte hier mal ein Bär erscheinen. So. Hier mache ich dann auch hoch. Gut. Gut, dass das noch nicht geht. Hier haben wir noch 24 davon. Das heißt, jetzt muss ich gucken. Mache ich jetzt hier noch einen rüber. Dann ziehe ich da die Wand lang. Ja. Und dann kann ich das hier natürlich auch noch machen. Und dann, glaube ich, aber muss ich jetzt hier aufhören, weil hier war nämlich dann Teppich. Darum kann ich jetzt hier mal... oh. Hier habe ich das ganz vergessen. Und hier auch. Ah. Mensch. Fehlte mir doch tatsächlich was. Aber cool. Doch. Doch, es wird. Ja, da in der Ecke weiß ich auch noch genau, was stand. Beziehungsweise ich weiß auch, was hier stand. Da war immer das Hundekörbchen, genau, in dieser kleinen Ecke. Wobei es eigentlich größer war. Eigentlich hätte ich die Fliesen, hätte ich den Raum sogar noch einen breiter machen müssen. Vier breit. Aber dann müsste ich jetzt hier alles einreißen. Muss ich mal gucken, wie das dann aussieht. Auch mit der Treppe, ob ich das überhaupt so hinbekomme. Treppe 2. Nee, 3 breit müsste ich machen. Und dann hier hoch. Oh, aber ja, das wird ja noch was. Liebe Leute, das wird noch was. Gut, aber wo wir gerade von Treppe reden, ich kann ja mal ganz kurz gucken, da so einen Holzbalken hinzumachen in den entsprechenden. Wir hatten eher mehr so ein hässliches Holz. Machen wir einfach mal mit der 89 mal was machen. Hat er sogar mir gleich an die richtige Stelle getan. Gucken wir einfach mal, dass ich das so hinbekomme. Da bin ich jetzt auch neugierig, wie ich das jetzt machen will. Ja, genau so würde ich es gerne machen, aber kleiner. So, und jetzt muss ich das natürlich schön nach oben ziehen. Drücken wir Steuerung und gucken mal nach oben. Und da ist dann schon eine Wand, also da müsste es dann schon wieder weg. Das heißt, es kann schon wieder kleiner. So müsste es hinkommen, ja. So, nach oben gucken. Genau. Leicht minimal drin. Und dann kann ich das Ganze dann nochmal nach unten. Mal von unten gucken. So, und das Ganze jetzt nach unten nochmal. In der gleichen... na, nein, andere Richtung. Das dauert jetzt natürlich... kleinen Augenblick bitte. Ich bin sofort wieder für Sie da. Ach komm schon. Na los. Los. Ihr seht da oben, es kommt schon immer näher. Es kommt schon immer näher. Und dann weiß ich auch, bis wohin ich wirklich graben muss. Ja, und da ist jetzt genau das Problem. Zack. Ich hab's zu weit gemacht. Genau. Muss ich es halt so machen. Und gegebenenfalls dann unten anpassen. Oh, da bin ich ja sogar schon auf der
Bodenhöhe. Das ist aber, glaube ich, dann nicht ganz richtig. Da muss ich dann doch nochmal anpassen. So war das jetzt nicht geplant. Aber hey, ich kann das hier alles erstmal wegmachen. Um hier ein bisschen Luft zu bekommen und nochmal Steinchen zu haben. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ist denn das Badezimmer? Ich glaube, das war das da, ne? Genau. Also, das Gästeklo oder die Gästetoilette. Ich will jetzt unbedingt in dieser Folge noch mindestens den Raum fertig kriegen, für das Badezimmer. So war das, ne? Um einen zweiten, Zufluchtsort zu haben. Koste es, was es wolle. Zack, und hier backe ich mich jetzt hoch. Nein, backe ich nicht hoch. Da backe ich mich auch nicht hoch. Was ist denn das? Vorhin habe ich wieder hochgebackt. Ah, jetzt komme ich hier wieder nicht raus, oder was? Los, flipp mich doch hier irgendwo raus. Ha! Bug using for the win. Nein, ich nutze keine Bugs, nein. So, also den Raum möchte ich jedenfalls noch so weit haben, dass ich da rein kann. Nicht unbedingt eine Tür, aber jedenfalls, dass ich rein kann. Und die Bäumchen wachsen auch irgendwie nicht weiter, oder? So, dann hier mal rüber. Zack. Ah ne, da kommt ja dann die andere Mauer hin. Stimmt, die kann ich auch gleich nochmal machen. Machen wir sie da. Genau. Machen wir auch gleich noch hoch. So, muss ich aufpassen wegen dem Baum. Ja, dachte ich mir schon. Oh. Habe ich da echt so eine Lücke gelassen? Skandal. So. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, lasse ich das erstmal so. Und es wird schon wieder dunkel. Also es, ihr seht, die Zeit, die rennt. Das ist auch mal wieder eine Folge mit Überlänge. Ich habe noch 13 Steine. Aber die 13 Steine sollten eigentlich reichen, um hier ein bisschen noch was zu platzieren. So, hier hoch. So, muss mal ganz kurz gucken, die Tür ist auf welcher Höhe? Auf der Höhe. Nein! Ein Stein fehlt mir. Skandal. So, und das Fenster war auch da. Da war die Toilette. Komm, die Toilette, die platziere ich jetzt noch. Das müsst ihr ja jedenfalls noch sehen, dass ich jedenfalls noch eine zweite Toilette habe. Ich weiß gar nicht, kann ich die jetzt einfach so bauen? Ich vergesse es immer wieder, ne? Betten, Badezimmer. Toilette, okay, die konnte ich so bauen. Toilettenpapierhalter auch und Waschbecken auch. Heizung hat man natürlich auch, versteht sich, aber das ist dann halt wieder was anderes. Gut, so, also unsere Toilette, die stand damals, hoppa, die stand da. Und auch hier nutze ich wieder das schöne Tool und platziere hier die Toilette. Und daneben war dann gleich das Waschbecken. Also was hier auch noch fehlt, das sind diese runden Waschbecken. Aber das ist eine andere Sache. Gut. Und hier waren dann so kleine Schränkchen. So, liebe Leute, ich bedanke mich dann wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.